Ja, bis hier ist frei, aber dann. Das ist jetzt die Frage, wie, ob sich die Wege des Wildes verlagert haben, seit das hier abgeholzt ist und demnach die Spur am Zaun nicht mehr so stark freigetreten wird. Ja, manche Stellen sind ein bisschen dichter, aber es scheint noch von der Erneuerung des Zauns recht frei geblieben zu sein. Zumindest stellenweise. Das ist eine leichte Spur. Und aus der Richtung, die erste Hälfte, war ja immer ein bisschen farniger und dorniger. Hoffen wir, dass es dann hinten ein bisschen freier wird. Oh, das ist ein Spaß in kurzer Hose. Da wird es wieder besser. Oh, hier hat der Ginzer gewütet. Da ist die Spur. Ne, die Stelle ist nicht so frei, wie ich es mir erhofft hätte. Das ist ein Kandidat wieder für eine verlorene Strecke. Das war der bei meiner Entdeckung damals gut laufbare Teil. Ah ja. Habt ihr Glück, Hainun hat ja nie einer gebucht. Und selbst die auf die Midnight Madness verkürzte Songhard Braveman Challenge ist eingestellt. Da braucht ihr hier nicht mehr lang. Ja, mit den Laufbahnpassagen tendierend gegen Null müssen wir den Zaun des Grauens dann wohl doch aufgeben, ne? Im Grunde folge ich heute der Runde, die ich durch Zufall entdeckt hatte und dann zum Hainun am Glockenofen ausgebaut hatte, beziehungsweise verfeinert hatte, die ja dann auch Bestandteil der Strongheart Braveman Challenge wurde, sozusagen als Abschiedsrunde. Ich kann natürlich einzelne Abschnitte in meinen Sonntagstouren weiterlaufen, aber diese feste Streckenführung gibt es ja dann nicht mehr. Und das hier ist auch der Grund, warum ich dann bei den Events die Laufrichtung umgekehrt hatte. Also bei dem Hainun. Damit der Scheiß, der kilometerlange Scheiß hier ans Ende der Runde kommt. Falls sich einer beschwert hat, ich hier quer durch die Wälder laufe. Im Moment bin ich der Einzige, der auf dem Weg unterwegs ist. Um mich herum sind 5 Leute im Wald und suchen Pilze. Ja, hier waren die Wildschweine auf dem Abschnitt. Dieses Wegstück war mal eine kurze Verfeinerung bis ans Ende durch den Wald und am Feld entlang. Aber das ist mittlerweile reichlich verwildert wieder. Nehmen wir die Originale.
Der war vor etlichen Jahren noch nicht ganz so grasig. Der hat sich also gut gemacht. Zwischenzeitlich sind wir von da kommend dann hier, man kann den Knipp noch erkennen, da war mal ein Zaun, um die Weiden zu teilen, die Wiesen zu teilen. Dann in den Wald und auf den Weg, der jetzt komplett verwildert ist, das war mal eine Verfeinerung der Strecke. Die 200 Meter Asphalt, die mehr als 20 Kilometer lange Runde hat. Ja, wahrscheinlich hat mich das die Teilnehmer gekostet. Der idyllische Hürtchenbach bei Hürtchen. Schön schlammig heute. Das ist durchaus ein Weg. Muss mich das jetzt irritieren, dass da heute ein Elektrozaun gespannt war? Ich sehe keine Pferde. Das ist der nächste Durchgang. Hier ist kein Elektrozaun. Was sollte das denn werden? Das war der originale Weg. Aber das muss ich euch jetzt mal zeigen. Das da führt euch nur auf eine freiere Stelle. Da müssen wir trotzdem nachher wieder rechts durchs Dorngestrüpp. Der eigentliche Weg geht da und ab oben dem Hochsitz ist wieder freigeschnitten. Das ist nur hier unten das Stück. Also das täuscht. Der Weg geht da lang. Aber wir hatten das ja mal. Das war die Originalrunde. Wir hatten es aber dann abgeändert auf einen anderen Weg, der uns dann hier an den Zaun führte. Da oben die irreführende Route, die führt euch auch an den Zaun, aber eben nicht mehr auf die andere Route. Da oben ist gerade ein Wanderer im Gebüsch verschwunden, der meine Warnung missachtet hat. Das kommt hier zwar raus, aber wie gesagt, das ist da ein Dickicht, durch das man eine gute Stelle erstmal finden muss, um durchzukommen. Die andere Stelle sollte da besser sein, auch wenn es am Anfang ein bisschen wilder aussieht. Das ist jetzt antiklimaktisch. Obwohl, nee, Moment, hier ist ein neuer Weg entstanden, aber es ist trotzdem antiklimaktisch. Ich hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass hier der Zaun vielleicht ein bisschen unwegsam noch sein könnte, aber hier ist man auch gewesen. Ja, der Weg, auf den wir gleich kommen, den hatte ich eigentlich schon abgeschrieben gehabt, weil er schon dermaßen verwildert war, dass man da praktisch nicht mehr durchkam, aber der ist inzwischen erneut freigeschnitten worden, so dass er wieder wunderbar gangbar ist. Wird sich erinnern, hier sind wir beim letzten Mal auf der Ostschleife der Songhalt Breven, bei der Midnight Madness, haben wir hier noch so gerade eben im brusthohen Ginster dem Wildwechsel folgen können. Jetzt ist der Weg wieder für die nächsten Jahre laufbar. Und schön weich heute. Da kommt der andere Weg hier, den es jetzt momentan wieder gibt. Da hinten ist der Wanderer. Und der Weg, der da hinten rausgeht, ist bis zum Hochsitz genauso freigeschnitten momentan. Und dahinter, wo das endet, ist die Originalspur runter wieder zu erkennen. Durch die aus Ekligkeitsgründen umgedrehte Laufrichtung ist der schöne lange Grasweg natürlich dann bei den Runden
bergauf gewesen und nicht so schön lässig locker bergab wie heute. Zwischenzeitlich vom Forstbetrieb aufgefahren, ist hier wieder schön Gras drüber gewachsen. War das die Stelle? Den spitzen Winkel hier normalen Weges hatte ich ja mal hier durch eine Abkürzung rausgenommen. Eine der kleineren, jüngeren Verfeinerungen an der Strecke. Dann natürlich hier bergauf. Ne? Ich glaube, man hört es ganz gut. Schön schwammig. Da hat immer gesessen. Da sind die Überreste vom Weg. Jetzt müssen wir nur noch hinkommen. Auf den Reisighaufen geht es nicht. Schauen wir mal. Dass wir da noch mal einen Einstieg finden. Das ist jetzt auch nur eine letzte Bestandsaufnahme, denn seit der Rodung hier unten und der Verwilderung weiter oben muss man wohl langsam sagen, dass der Weg verloren ist. Ich glaube auch fast, dass das Stück hier schon reicht, um das zu beweisen. Kann ich mich drüben auf den Kiesweg begeben. Okay, das war's. Der Weg hier ist nicht mehr begehbar. Tja, so sieht das aus, wenn ein Weg nicht gepflegt wird. Gehen wir heute mal hier über die Wehe. Da sackgassierte der ehemalige Weg, da war unsere Bachquerung. Dann müsste jetzt rechts unsere Schneise kommen. Da ist der Wegweiser, da ist unsere Schneise. Sind das hier Spuren? Ist hier jemand gegangen? Das hätte mich, jetzt aber doch ein bisschen wundern. Doch, eindeutig. Ich bin nicht der einzige Jeck, der hier geht. Das überrascht mich jetzt. Hat ich das doch glatt für einen Geheimtipp gehalten? Dann haben wir natürlich eine Chance, hier etwas besser durchzukommen, als ich gedacht hatte. Hey, Trailläufer war das nicht. Oder einer mit dem völlig falschen Schuhwerk. Mit Straßenschuhen wird das nichts. Ja, jetzt darf ich mich aus der Richtung kommend nicht irritieren lassen. Da geht's weiter. Da wird dann der Weg nämlich auch besser. Tja, entweder nass oder knubbelig. Was nehmen wir? Hier ist der Anschluss des Verbindungsstückes der Stongard Braveman Challenge bzw. Ostschleife der Midnight Madness. Als wir das letzte Mal hier gelaufen sind bei Nacht, war die Erneuerung des Weges noch im Rohbau. Nur die groben, faustgroßen, spitzen Steine. Das war ein Spaß. Jetzt ist der Weg fertiggestellt. Da sieht man es noch. Komplette Weg, nur das Zeug. Weil der Weg unten im Tal auf Asphaltstraße trifft,
kamen wir hier aus der Verlängerung eines Weges, der hier oben auf der Höhe bleibt. Wobei ich es hier auch wagen würde, die steile These zu stellen, dass das hier auch mal ein Weg gewesen ist. Und hier kommen wir auf das, was tatsächlich auch als Weg zu erkennen ist. Netter Zustand hier oben. Nicht schlecht. Was es zu vermeiden galt. Moment mal, warum haben wir jetzt hier zwei Spuren? Das hat er nur gemacht, um mich zu täuschen. Hier geht der Weg. Ja, es wundert mich nicht, dass er mit seinem Harvester woanders fährt. Denn hier müsste er erstmal freisägen. Das ist schon lange so, dass hier die Bäumchen, oh, und da der große, ja. Das ist das erste, beziehungsweise in anderer Laufrichtung, letzte Stück, das ein bisschen rustikaler ist. Schön, ne? Pass mal fest, da vorne müsste irgendwo die Gabelung kommen, ab da wird es ja wieder besser. Da sind wir ja auf der Hürtgenrunde hochgekommen. Ah ja. Da, ja, man kann es durch den Baum jetzt nicht sehen, da geht der Weg runter. Wieder an der Wehe. Und hier kommen wir auf die mittlerweile wieder mit Gras zugewachsene Schneise. Hier kommen wir wieder gut durch. Ja, auf dem Abschnitt ist die Fahrspur ziemlich verschwunden, hier zwischen den beiden Rinnen. Ja, diese lange Grasschneise hat über die Jahre immer wieder einen neuen Anblick geboten. Hier hatten wir mal Sturmschaden, da war das hier alles mit Bäumen vollgeweht, dass wir uns da durchkämpfen mussten. Jetzt gibt es eine andere Vegetation, wo die Wälder gerodet sind, sieht da alles ein bisschen wieder anders aus. So, das letzte Stück, dann geht's wieder in den Wald. Ein Wald, der auch nicht mehr das ist, was er mal war. Wollen wir mal gucken, ob wir die Fahrspur noch finden, die uns dann runter an den Weg führt. Ja, hier ist sie noch da. Hier fehlt was. Da stand noch eine Tanne mitten im Weg, die immer größer wurde. Aber es gibt auch ein bisschen normalen Weg wieder. Oh, oh, oh. Ich ahne Böses. Dass der Weg momentan so wenig frequentiert aussieht, könnte dann durchaus daran liegen, denn ja, auch die Option, Philvus fette Plauze Teil 3 zu drehen, geht hier sogar schon im Wasser unter. Ich komme noch nicht mal bis zum Weberbach. Deswegen ist da auch schon die Umgehung hier abgezweigt, statt erst unten am Knipp selbst. Boah, bis hier, meine Güte. Boah, das ist ja extrem. Das, wo ich bis zum Bauchnabel drin gestanden habe, das ist ungefähr da, wo ich jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf noch nicht mal rausgucken würde. Und der Weg, der von da runterkommt,
auf den treffen wir erst da hinten. Und wir müssen wieder ein ganzes Stück hochgehen und oben wechseln. Also der Weg ist da. Eigentlich. Boah, so hoch habe ich das noch nicht gesehen, ja. Und was erschwerend hinzukommt, da hinten ist der Weg, auf den wir wollen. Da stößt er auf die Asphaltstraße und auch die ist schon ein ganzes Stück unter Wasser. Ich glaube, da kommt sie raus. Das wird lustig. Ja, hier weiter oben gibt es offenbar auch noch eine Variante. Aber die führt dann wahrscheinlich da oben irgendwo auf einen Weg. Sonst hätte ich den Abzweig ja unten schon haben müssen. So, ist das schon der Bach? Da vorne ist das Bergbaugebiet. Dann geht es jetzt hier runter zur oberen Querung. Lässt sich leicht finden. Da, wo der Bach runter geht, haben wir die obere Querung, wo man auch bei Hochwasser gut rüber auf den Weg kommt. Dann gehen wir da. Noch ein Orientierungspunkt. Ja, die drei machen es wie ich gleich auch. Boah, das ist so hoch. Man kann den Einstieg noch nicht mal richtig sehen von hier aus. Aber ich brauche gar nicht filvomäßig querfeldein, denn das scheint schon länger zu sein. Hier hat sich schon ein zweiter Einstieg in den Weg gebahnt. Das ist aber schön rustikal hier. Hier gibt es sogar zwei Varianten, obere, eine untere. Und da wäre der Einstieg gewesen. Boah. Aber das muss schon verdammt lange sein. Sonst wäre hier nicht der Weg dermaßen schon alterniert worden. Boah, irre. Da ist so gerade noch, wo es runter geht, zu erkennen. Da, wo wir sonst gegangen sind, Querung Weberbach, gar nichts mehr von zu sehen. Wow. Hier ist natürlich jetzt zu erwarten, dass der Abzweig nach oben auch untergegangen ist. War da nicht an der Seite so ein Hochsitz und Ansitz als Orientierungspunkt? Davon kann man jetzt gar nichts mehr sehen. Und hier ist offenbar noch keiner gegangen, um eine Alternative zu bauen. Ja, dann schauen wir mal. Methinks, hier ist das eine gute Idee. Gehen wir darauf. Hier ist aber anderweitig. Das geht dann, oh, das geht ganz hinten rum. Wer weiß, wo das vielleicht auskommt. Dann nehmen wir das. Das kommt ja dann wieder auf unseren Pfad aus. Ist er das? Das könnte der Originaleinstieg gewesen sein. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Das ist momentan noch Business as usual, aber wir kommen ja gleich noch an den Schiefersiefen. Der dürfte auch ziemlich in der Talsperre versunken sein, die Wege darum. So, wollen wir mal gucken. Ja, wir können hier oben... Ja, hier sind sie wahrscheinlich wegen den umgestürzten Bäumen schon hoch nach oben gewechselt. Denn hier... Oder das ist einfach nur die Uferkante, die jetzt da mich irritiert oder die ich jetzt als Weg interpretiere. Ja. Irgendwo hier
geht ein Weg quer rüber. Heute nur über der Halde. Aber unsere Runde führt ja nicht weiter darum. Wir gehen jetzt wieder hoch nach Großau. Wir sind ja bald fertig. Den haben wir noch nicht ausprobiert, aber der geht halt nur oben auf den Knipp irgendwo. Nee, hier müssen wir uns nicht mehr bücken. Das ist mittlerweile so verfallen, dass man wieder so durchkommt. Wir nähern uns Konzession Golzenhoffnung. Da verweise ich auf das Spurensuche-Video. Die dabei waren, haben die brutalsten Extremtrail der Nordeifel erlebt. Wer nicht dabei war, hat eben was verpasst. Nicht trailig genug. Wenn wir hier oben schon so viele Graswege haben, dann nutzen wir die auch. Das erste Mal bei Nacht die Schneise finden aus der anderen Richtung ist misslungen, weil hier genau in der Richtung der Schneise die Tannen stehen und den Einstieg aus der Richtung dann verdeckt hatten. Das war lustig. Erstmal in der Nacht gelaufen, sofort verlaufen. So muss das. Von der breiten Schneise war früher nur ein schmaler Trampelpfad hier an der Seite in Benutzung, weil das hier in der Mitte alles holprig und nass war. Aber mittlerweile hat man das hergerichtet und von dem Trail ist nicht mehr viel zu sehen. Ja, hier kann man aber die Spur noch erkennen.